Herzlich willkommen in unserem Webinar zum Thema, wie verändern sich Lehr- und Lernräume in einer Kultur der Digitalität? Das Webinar ist Teil der Online-Themenwoche, die von der Deutschen Schulakademie und der Agentur Jöron und Konsorten gemeinsam veranstaltet wird. Mein Name ist Johannes Terwitte, ich darf heute moderieren. Wenn ich gerade nicht moderiere, arbeite ich als Mitarbeiter an einer demokratischen Schule in Vorpommern. Ebenfalls in der Moderation ist heute Lena Häusler von der Schulakademie. Sie wird den Chat und ihre Fragen an die Impulsgebenden im Blick behalten und uns ins Webinar bringen. Lena, schön, dass du bei uns bist. Wink doch einmal, sag Hallo in die Kamera. Hallo in die Runde, herzlich willkommen beim Webinar. Das Thema selbst, die Veränderung von Lehr- und Lernräumen in einer Kultur der Digitalität, braucht in dieser Online-Themenwoche wohl kaum noch eine Einführung. Wir werden heute uns mit einer der zentralen Fragen mal ganz direkt beschäftigen, nämlich wie verändern sich Lehr- und Lernräume in einer Kultur der Digitalität und auch wie können sie verändert werden? Der Plan für diese 75 Minuten ist recht einfach gehalten. Ich zeige Ihnen einmal, was wir vorhaben. Nach einem kurzen Check-in haben wir Impulsgespräche mit Micha Palesche und Professor Hauk Thum. Und dann gehen wir in eine Gruppenarbeit, die heute eine Fallberatung ist, und enden mit Fragen an die Impulsgebenden und sind um 19:15 Uhr fertig mit dem offiziellen Teil. Und wer dann noch ein bisschen hinterherbleiben will, kann das sehr gerne tun. Ich möchte an dieser Stelle die Impulsgebenden herzlich in diesem Webinar begrüßen. Also Professor Uta Hauk-Thum und Micha Palesche, wenn ihr auch einmal in die Kamera winkt, dann wissen alle, dass ihr auch da seid. Schön, euch zu sehen. Bevor wir loslegen, noch zwei technische Punkte. Das Webinar wird aufgezeichnet und online gestellt. In der Aufzeichnung zu sehen und zu hören sind allerdings nur die Moderation und die Impulsgebenden. Die Interaktionen in den Gruppenräumen werden nicht mit aufgezeichnet. Für die Kommunikation untereinander und mit Ihnen nutzen wir die Chat-Funktion von Zoom. Und Sie finden das Chat-Symbol unten in der unteren Bedienleiste Ihres Zoom-Fensters. Probieren Sie das doch jetzt schon mal aus. Leute fangen schon an, sich im Chat zu begrüßen und zu sagen, wo sie herkommen. Und wir werden im Verlauf des Webinars auch Ihnen Links für einige Umfragen über dieses Chat-Fenster mit Ihnen teilen. Und dazu ist es wichtig, dass Sie genau wissen, wo der Chat ist und wie man da reinkommt. Jetzt sind wir fertig mit dem technischen Teil, legen also los mit dem Inhalt. Und zwar fangen wir mit einem kurzen Check-in an. Die Frage, die ihr gleich mit eurer digitalen Sitznachbarin, eurem digitalen Sitznachbar besprecht, lautet: Was wollt ihr eigentlich mitnehmen aus diesem Webinar? Ihr habt in den Räumen 3 Minuten Zeit. Ist auch eine Zeit, um zu gucken, ob die Technik funktioniert und ob ihr einander verstehen könnt. Aber falls das bei dem einen oder der anderen nicht klappt, dann genießt einfach die digitale Stille für die 2, 3 Minuten und beschäftige dich im Kopf mit dir selbst die Frage, warum bin ich eigentlich heute hier? Was will ich genau aus diesem Webinar mitnehmen? Und mit genau dieser Frage, die ihr auch in den Chat geschrieben noch einmal seht, was möchtet ihr heute aus dem Webinar mitnehmen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß für 3 Minuten im Check-in. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier im Hauptraum. Ich Ach. hoffe, ihr hattet einen interessanten Check-in. Um euch als Teilnehmende noch besser kennenzulernen und das Webinar noch besser auf euch abstimmen zu können, haben wir eine kleine Einstiegsumfrage vorbereitet und den Link dazu findet ihr jetzt im Chat eingeblendet. Öffnet doch bitte mal den Chat und dort findet ihr den Link zur Umfrage. Bitte klickt einfach drauf und füllt die Umfrage aus. Das sollte nicht mehr als 30 Sekunden dauern. Oh, ich sehe gerade, es fehlte ein Link. Jetzt ist der Link zu sehen. Klicken Sie auf den Link oder gehen Sie auf menti.com. Und geben den Code 71563 ein. Das kann man mit einem anderen Endgerät machen, aber der Link zur Umfrage ist der schnellere Weg. Da öffnet sich ein Browserfenster und Sie können
einfach den Link eingeben. Und während Sie eingeben, schauen wir schon mal, wie die Ergebnisse lauten. Die meisten haben schon abgestimmt. Füllen Sie ruhig noch zu Ende aus bei den Fragen, bei denen Sie gerade sind. Und wir schauen schon mal, wie es aussieht. Wir sind heute mit 11 Schulleitungen da, 25 Lehrkräfte und 17 sonstige, unter denen sich aber anscheinend keine Schülerinnen, Elternteile oder Referendare verstecken. Ich nehme an, Bildungsverwaltung, Schulentwicklung, das ist vielfältig. Es gibt die Hälfte der Teilnehmenden war gestern Abend schon beim Abendimpuls mit Uta Haug-Thum dabei. Die andere Hälfte nicht. Das bedeutet, dass es sehr unterschiedliche Vorwissen gibt zu dem Blick von Uta Haug-Thum auf das Thema Digitalität. Und wir sehen auch, dass das, was Sie heute besonders interessiert, ist sowohl der Aspekt Unterrichtspraxis, der hier ganz klar die meisten, 30 Leute sagen, wollen wir auf jeden Fall, und der Aspekt Schulentwicklung ist sehr ähnlich verteilt. Beides ist von Interesse für die Runde. Wir gehen zurück. Und jetzt möchte ich Ihnen die beiden Impulsgebenden kurz vorstellen. Und zum einen ist bei uns Frau Professor Uta Haug-Thum. Sie ist Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der LMU in München. Herzlich willkommen, Uta. Danke für die Einladung. Freut mich, dass heute doch die Hälfte nochmal gekommen ist. Nach ja, dem Vortrag. Na, das ist doch mal was. Das ist schon mal wirkliches. Das tut doch gut. Ja, das glaube ich. Danke. Ja, und ich freue mich, dass die Neuen auch da sind. Mhm. Genau. Du hast niemanden abgeschreckt. Und vielleicht ist die andere Hälfte da, um Micha Palesche kennenzulernen, den Sie gestern ja noch nicht gesehen haben. Micha, du bist Lehrer und Medienpädagoge und Rektor an der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Schön, dass du heute da bist. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich freue mich auf die spannende Runde heute, auf den Austausch und Grüße aus Karlsruhe. Moin, sagen wir hier oben. Ich möchte eine Sache noch vorstellen. Es gibt die Möglichkeit, während wir jetzt während wir die Impulse hören, gibt es die Möglichkeit, schon Fragen loszuwerden. Das haben Sie, wenn Sie in den anderen Impulsen dabei waren und in den anderen Webinaren, dann werden Sie das kennen. Sie finden gleich rechts im Chat oder bei Ihnen oben oder links die Möglichkeit, einen weiteren Link anzuklicken, wo es die Möglichkeit gibt, Ihre Fragen loszuwerden. Dort können Sie zum einen Ihre eigenen Fragen stellen und die Fragen von anderen nach oben wählen, wenn Sie finden, das ist eigentlich genau die Frage, die auch ich gerne gestellt hätte. Wir werden wahrscheinlich nicht zu allen Fragen kommen, aber die am meisten Votes haben, das sollten wir heute auf jeden Fall schaffen. Micha, ich möchte das Gespräch mit dir beginnen, auch weil Uta gestern natürlich schon von vielen Leuten gesehen wurde. Micha, das Thema Digitalisierung ist gerade in aller Munde, natürlich auch Corona-bedingt. Und du bist als Experte und Fortbildner und Rektor und Redner zum Thema Digitalität und Schule viel unterwegs auch. Und meine Frage an dich jetzt zum Einstieg ist, wenn Menschen dich auf Vorträgen fragen zum Thema Digitalisierung und Schule, wie viel Offenheit nimmst du wahr für das Thema neue Lernkultur oder auch gute Schule im Sinn des Deutschen Schulpreises? Oder wie sehr ist es der Versuch, alter Wein in neuen Schläuchen zu präsentieren? Wie ist dein Eindruck, wenn du die Lage beschreibst oder wie kommt es bei dir an? Ja, Johannes, das ist eine gute Frage. Ich erlebe tatsächlich, dass eben auch durch Corona jetzt die Fragen intensiver werden, aber es sind immer dieselben Fragen wie vor Corona auch, nur tauchen sie jetzt häufiger auf, weil die Schulen jetzt eben damit konfrontiert sind. Ich erlebe ganz oft, dass mich Menschen fragen, wie sie jetzt mit digitalen Geräten irgendwelchen Unterricht jetzt, ich sag mal, besser machen können, einen Mehrwert irgendwie gestalten können.
wie sie ja, die gewinnbringend einsetzen. Und ich glaube aber, das sind eben nicht die entscheidenden Fragen, die wir brauchen. Also um ein Beispiel zu nennen, ich hatte erst neulich ein Gespräch auch mit Kollegen von anderen Schulen, die dann sagten, ja, bei uns die Kollegen, die sind jetzt schon richtig fit, also durch Corona, durch die Digitalisierung, die können jetzt Videokonferenzen machen und die können vielleicht auch eine Abstimmung machen. Und das hat eben bei weitem genau nicht das ja mit dem zu tun, wo wir eigentlich hinkommen müssen in einer Kultur der Digitalität. Ja. Also du nimmst da noch keine entwickelte Klarheit im Diskurs wahr, was genau das angeht, was dir und euch an der Schule ja auch ein Anliegen ist. Ja, absolut. Richtig? Ja, das ist so. Ich meine, es ist klar, natürlich, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Ich denke, ein Grund ist eben sicherlich auch der Digitalpakt, der ja die Schulen aktuell zwingt, Konzepte zu entwickeln, um am Ende als Belohnung quasi, wenn das ein gutes Konzept ist, dann endlich digitale Geräte zu bekommen. Ja. Also das ist so das hehre Ziel. Und dann kann man vielen Schulen vielleicht auch gar keinen Vorwurf machen, wenn sie etwas entwickeln sollen, auf welcher Basis sie etwas entwickeln sollen, das dann wirklich auch eine entscheidende Veränderung bringt. Und dann greift man eben oft auf etwas zurück und dann treffen sich die Fachschaften und dann heißt es eben, naja, wir könnten ja in Erdkunde vielleicht mal mit GeoGebra arbeiten oder in Mathematik oder mit anderen, ich sage es mal bewusst, Tools. Das ist nämlich der Begriff, der ganz oft fällt. Und es hat aber überhaupt nichts mit einer anderen Lernkultur zu tun oder einem anderen Verständnis von Lernen oder vielleicht auch von Schule, wie sie aussehen kann, vielleicht aber auch von Lernräumen. Das ist ja auch heute das große Thema. Was verstehst du denn? Jetzt waren nicht alle gestern dabei und haben die Stunde gehört zum Thema Kultur der Digitalität. Was verstehst du denn und in deinem Wirken unter Lernräumen in einer Kultur der Digitalität? Nur damit wir wissen, wovon wir heute sprechen oder von wovon du heute sprichst. Was ist die Kultur der Digitalität und was sind Lernräume, die dem angemessen sind? Ja, ich denke, die Kultur der Digitalität ist ja von mehreren Faktoren geprägt. Das eine ist sicherlich die gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit Inhalten in vielleicht unbestimmten Räumen, bei der sich eben die Menschen in der Schule, eben junge Menschen, ja gemeinsam sich Themen annehmen, deswegen auch andere Aufgabenformate vielleicht brauchen, unter denen sie arbeiten. Und quasi in Aushandlungsprozessen, in gemeinschaftlichen Aushandlungsprozessen zu Ergebnissen kommen. Das so mal rund kurz beschrieben. Ich denke, Uta wird danach, aber ich möchte da nicht viel zu viel vorwegnehmen, nochmal das genauer wissenschaftlich dann untermauern. Heißt aber letztendlich auch, wir müssen uns lösen von diesem klassischen Bild von Unterricht und lernen, wie wir es bisher kennen. Das heißt, die Phasen, an denen eben bei den Frontalphasen stattfinden, das heißt, bei denen Klassenzimmer wirklich auch noch als Klassenzimmer benennt werden, bei denen es eben einen Lehrer vorne gibt, der quasi der Hüter des Wissens ist und der dieses Wissen dann weitergibt und dann den Schülerinnen und Schülern sagt, was sie tun sollen und dann vielleicht schon eine bestimmte Antwort erwartet, nämlich seine, die er sich so vorstellt, dann passt das eben nicht mehr mit dieser Kultur der Offenheit zusammen. Und wenn man dann eben in Lernräumen denkt, dann ist klar, Räume müssen sich öffnen. Es kann eben oder es soll oder kann Lernen nicht nur in einem Raum stattfinden, sondern eben auch von mir aus in den Gängen, in den Schulen, auf dem Schulhof. Ich denke sogar im Quartier. Ich werde nachher noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig eben, und das hat Corona auch gezeigt, dass ein Learning aus Corona, dass eben überall gelernt werden kann und eben nicht mehr nur noch an diesem Ort der Schule genannt wird. Und ich denke, wenn man da auch genauer hinkommt, ich mache das ganz gerne fest an einem praktischen Beispiel, ja zum Beispiel dieser Begriff mobiles Lernen, da steckt ja unglaublich viel drin, aber ich erlebe eben ganz oft Schulen, die eben ja, weiterhin ihr Klassenraum haben und die Schüler sitzen an ihrem Schreibtisch und arbeiten dort und machen letztendlich dasselbe auf dem Tablet, was sie vorher analog gemacht haben. Das hat eben mit Mobilität zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Und ich denke, da können wir Lernräume neu definieren. Jetzt bin ich ja mal gespannt, nach der Einschätzung, was das, sage ich mal, auf der theoretischen Ebene heißen kann. So, du hast eine Klammer gespannt und ich glaube, die ist wichtig für uns, dass wir verstehen, was du unter Kultur der Digitalität verstehst. Meine Frage an dich ist, was heißt es konkret? Du bist Rektor einer Schule. Ihr habt euch seit vielen Jahren auf diesen Weg gemacht. Wie haben sich in dieser Zeit die Lehr- und Lernräume bei euch verändert? Ganz konkret, also wenn wir durch die Schule gehen,
was sehen wir? Wir wollen das so genau wie möglich haben. Also Johannes, ich glaube, du wirst wie die meisten Besucher erstmal voll enttäuscht sein. Also ich war gerade in diesem Breakout-Room mit Markus und ja. Markus sagte, oh, ich habe in einer Schule, wir haben Räume aus den 60er Jahren und es gibt in der Nachbarschule natürlich toll ausgestattete neue Schule mit viel Glas und Offenheit und wie auch immer. Bei uns ist es wirklich so, wir haben ein Schulgebäude aus den 60er Jahren. Also du musst dir vorstellen, Flurschule, rechts und links große Räume, die da abgehen. Und was sich aber immer mehr herausstellt, auch bei uns in der Schule, und was die Teilnehmerinnen oder Besucher bei uns sehen können, ist, dass eigentlich in der Regel überall die Türen offen sind, dass eigentlich auch überall gelernt werden kann. Natürlich, jetzt haben wir durch Corona ein Stück weit Einschränkungen, aber bei uns wird eben gelernt in Räumen, die vielleicht auch mal Lerngruppenräume oder Klassenräume hießen. Bei uns kann im Gang gelernt werden, im Flur, bei uns auf dem Schulhof gelernt werden. Oder aber, wir hatten das große Glück, dass wir leerstehende Räume hatten oder bekommen haben in den ehemaligen Schülerhort, dass wir einfach diese Räume einfach neu bespielen konnten und die quasi anders definieren konnten, vielleicht für ein Lernen in einer Kultur der Digitalität. Okay, hast du, ich weiß, du hast Bilder oder einen Film mitgebracht, wo wir uns, obwohl wir vielleicht gar nichts Besonderes sehen vom Gebäude her, nach deiner Auffassung, vielleicht trotzdem einfach mal einen kurzen Eindruck verschaffen können. Magst du mit uns mal teilen? Ja, würde ich gerne machen. Und zwar haben wir dieses Gebäude, beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler, das Gebäude Wunderland genannt. Da haben wirklich die Eltern, Lehrer und Schüler gemeinsam entwickelt, was in diese Räume reinkommt. Ich würde euch einen kurzen Film, 2,5 Minuten zeigen zum Wunderland, bei dem auch ganz gut ersichtlich ist, wie dort gearbeitet werden kann. Ich teile dazu meinen Bildschirm. Yep. Ihr müsstet es jetzt sehen. Genau, jetzt spiele ich ab.
ich denke, das sollte erstmal reichen. Ja, danke sehr. Danke für die Eindrücke. Ich würde deiner Einschätzung zum Teil zustimmen, dass man ein relativ normales Gebäude sieht, wo dann zum Teil nicht ganz normale Sachen passieren, aber das kann man in so einem Video nur andeuten. Ich finde, dass Daniel Greenberg, Gründer der Sudbury Valley School, hat ein interessantes Argument gebracht. Er hat gesagt, wenn man Schulen und neue Lernkulturen beschreiben will, ist es fast schon kontraproduktiv, sich Bilder oder Videos dabei zu bedienen, weil sofort, wenn man Bilder oder Videos zeigt, gehen Schubladen von uns allen auf, die wir wissen, wie Schule eigentlich ist. Und man kann das, was eigentlich diese Schule ausmacht, diese neue Lernkultur, gar nicht in Bildern und Videos so richtig beschreiben. Deswegen, und ich teile das und ich sehe dein Nicken, meine Frage ist, was ist das, was man nicht sehen kann? Vielleicht nochmal auf die Haltung zu sprechen zu kommen. Wie wird bei euch an der Gemeinschaftsschule gelehrt und gelernt? Ich nehme an, es finden weiterhin Klassen statt. Aber was macht es aus? Was ist vielleicht der Unterschied zu dem, wo ihr vor 15 oder 20 Jahren wart? Ja, sicherlich herrscht bei uns eine andere Lernkultur im Sinne von einer Offenheit, die spürbar ist. Und das ist was, was wir ganz oft von Besucherinnen und Besuchern rückgemeldet bekommen. Man spürt so einen Geist, eine andere Haltung. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, wie wir lernen. Ich möchte das vielleicht auch aufgreifen, was vielleicht auch das befördert hat, dass es dazu gekommen ist. Denn dann kann man es vielleicht auch besser erkennen. Also wir haben unsere Schule radikal geöffnet. Also wir haben sie nicht nur im Klassenraum geöffnet oder in den Räumen geöffnet, sondern wir haben sie eben auch geöffnet ins Quartier. Und wenn wir in unsere Umwelt gucken, also ich nenne es mal bewusst provokativ, die Welt außerhalb der Schule, dann ist dort die Kultur der Digitalität da. Also wir leben in ihr und sind Teil davon und gestalten sie auch mit. Und ich denke, es ist ungemein wichtig, dass Schule quasi nach außen geht und diese Welt sichtbar macht, dass aber auch Menschen in die Schule kommen. Das heißt, für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen ist es ganz normal, dass Menschen von außen in die Schule kommen und ihren Teil dazu beitragen, in dem, was bei uns in der Schule passiert. Und da gibt es andere Methoden, da gibt es andere Arbeitstechniken, da gibt es andere Haltungen. Das heißt, wir haben dieses Thema Partizipation zum Beispiel ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei uns, dass eben unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern und die Kolleginnen und Kollegen sich beteiligen können in Schulentwicklungsprozessen, wir denken Schulentwicklung übrigens auch mit dem Quartier zusammen. Also man kann fast sagen, Schule ist so ein dritter Ort, also im Sinne von ein Begegnungsort, an dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen, um gemeinsam zu arbeiten, um vielleicht auch gemeinsam voneinander zu profitieren, aber auch gemeinsam mitzugestalten. Und das ist sicherlich ganz deutlich spürbar. Ich habe eine Frage an dich, die vielleicht ungewöhnlich ist. Und zwar würde mich interessieren, wo siehst du bei euch an der Schule, du gestaltest die seit einer Langeweile mit, wo siehst du bei euch noch Luft nach oben von der Lernkultur her? Also anders gefragt, gibt es Ansätze da, vielleicht auch in einer gewissen Radikalität, die du gerade gar nicht verfolgen kannst? Und magst du skizzieren, in welche Richtung das gehen würde? Ja, also wir haben damit begonnen, quasi Fächer aufzulösen. Das ist jetzt der nächste Schritt seit diesem Schuljahr, zumindest mal an einem Vormittag themenorientiert zu arbeiten, projektorientiert zu arbeiten, weil einfach klar wird, wir hatten vorher so eine, 90-minütige oder zweistündige Taktung und merken einfach, dass das an die Grenzen kommt, so wie wir arbeiten möchten, wenn man eben länger an einem Thema bleiben möchte. Weil Aushandlungsprozesse anzustoßen bei Kindern und Jugendlichen und die dann irgendwie mit einem Schulgang dann zu unterbrechen, wenn es gerade in so einer ganz spannenden Phase ist, passt einfach nicht mehr eigentlich in diesen Weg, oder den wir einschlagen möchten. Sicherlich etwas, das wir jetzt implementieren, was auch ein großes Zukunftsthema sein wird, ist eben das Thema Global Goals oder die SDGs. Ich glaube, das ist das zentrale Thema von Schulentwicklung in Zukunft. Und das ist etwas, das wir quasi miteinander verbinden. Also themenorientiertes Arbeiten in aufgelösten Fächer an den großen Fragen und Herausforderungen dieser Welt. Ich glaube, das ist etwas, da arbeiten wir dran und das ist unser nächstes großes Ziel. Okay, danke sehr. Micha, wir wechseln mal von Karlsruhe nach München.
Wir kommen nachher nochmal auf dich zurück, wenn wir besonders über das Thema Schulentwicklung sprechen. Und zwar, Uta, ich will dich fragen, wenn ich deinen Vortrag gestern richtig verstanden habe, dann geht es dir darum, dass Digitalität, ähnlich wie Micha das gerade geschildert hat, ganz grundlegende Fragen an Bildung stellt. Also es gilt nicht nur darum, die bestehende Schule technokratisch und technologisch aufzurüsten und zu digitalisieren. Die Frage für dich oder die du siehst, ist, ob das jetzt tatsächlich dieser Kulturwandel, der jetzt ansteht, an dessen Schwelle wir stehen, so in der Breite der Schulen, dass das die große Herausforderung ist, viel mehr als das Technokratische. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, also Digitalität ist eben keine Eigenschaft eines mediengestützten Unterrichts. Uns geht es also nicht darum, schrittweise den Unterricht, wie wir ihn kennen, zu digitalisieren. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten, auch in der Ausbildung ein Verständnis dafür letztendlich zu generieren, dass es nicht schrittweise geht, ein bisschen digital und dann total, sondern es geht darum, den Unterricht gemäß dieses kulturellen Wandels zu verändern, nämlich vernetzt. Analoge digitale Medien spielen hier gleichermaßen eine Rolle, also im Austausch mit menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Und diese Kultur der Digitalität beeinflusst sämtliche Ebenen, also sowohl Organisationsstrukturen, Personalentwicklung, Unterrichtsmethoden, also sämtliche Bereiche der Schulentwicklung werden letztendlich durch diese veränderte kulturelle Rahmung beeinflusst. Und nach wie vor werden eben Schulen gebaut, damit dort von Leuten, die dafür ausgebildet wurden, mit Materialien gearbeitet wird, die nur da relevant sind. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Und da müssen wir raus. Also sowohl analoge wie digitale Räume müssen hier erweitert werden und Unterricht einfach neu gedacht ausbrechen aus alten Strukturen. Das wäre mir wichtig. Okay, ja, so hatte ich es auch verstanden. Und wir wollen heute sozusagen von der Theorie in die Praxis wechseln oder das zumindest versuchen, so uns das in den 75 Minuten gelingt. Und meine Frage ist an dich als nächstes eine relativ praktische. Stell dir vor, du hast ein paar Minuten Zeit, um, sagen wir, der Bundeskanzlerin, die hat ja heute gerade den Schulpreisgewinner, die neue Schulpreisgewinnerschule verkündet. Du hast ein paar Minuten Zeit, oder die berühmte eine Minute Zeit, ihr zu erzählen, wenn sie dich fragt, wie muss sich denn Schule in dieser Digitalität verändern? Was heißt das ganz praktisch? Was würdest du sagen? Was heißt das ganz praktisch, dass diese Veränderungen stattfinden? Ja, also man muss sich einfach anschauen, in welcher Welt wir leben. Was sind unsere zentralen Herausforderungen? Und die sind einfach nicht mehr nur bestehendes Wissen zu vermitteln, bestehende Kultur mit feststehenden Regeln und Normen, sondern wir müssen eine flexible Generation letztendlich ausbilden, heranziehen. Das gefällt mir gar nicht so gut. Also ihnen Bildungserfahrungen zur Verfügung stellen, aus denen sie letztendlich Kompetenzen ziehen können, die zeitgemäß sind. Und diese Herausforderungen sind eben anders. Die sind jetzt anders als vor 10 Jahren. Die sind noch ganz anders als vor 20. Aber die Schule ist immer noch so. Also wenn man sich anschaut, die zentralen Strukturen sind seit 100 Jahren gleich. Und da geht es wirklich darum, Kinder vorzubereiten mit Themen, die relevant sind. Thema Nachhaltigkeit wird einen großen Bereich einnehmen, weil es wirklich jetzt um die Wurst geht letztendlich. Also die Kinder, die Jugendlichen, die wir jetzt in den Schulen haben, die müssen schauen, dass sie den Kamm aus dem Dreck ziehen. Und da brauchen sie andere Kompetenzen, sie brauchen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zur Kooperation. Und es reicht nicht, indem man ihnen individuelle Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit digitalen Medien ermöglicht, sondern sie müssen im Team arbeiten können, sie müssen diesen Prozess letztendlich gemeinsam steuern können, selbstreguliert, selbstbewusst, natürlich auch unter Beibehaltung zentraler Werte. Da geht es jetzt nicht darum, jeder macht, was er will, sondern wir arbeiten gemeinsam an einem großen Ziel und deswegen müssen sich Schulen aus diesem Grund radikal verändern. Okay, vielen Dank für den Pitch. Ich habe noch eine Frage an dich. Die wirklichen Innovationen, die sind, ich stelle mir vor, die du dir wünschst, sind noch nicht in der Breite angekommen. Welche Empfehlungen hast du, wo wir dieses neue Lehren und Lernen jetzt schon in Aktion sehen können? Also Leute brauchen ja Beispiele, um zu sagen, da können wir das machen. Ist es, also vielleicht neben dem Netzwerk der Preisträgerschulen,
des Deutschen Schulpreises. Welche anderen Orte und Beispielsammlungen und Schulen kannst du konkret empfehlen für Leute, die sich auf den Weg machen wollen, wo du sagst, die neue Lernräume in einer Kultur der Digitalität sehe ich dort verwirklicht? Ganz praktisch, vielleicht kannst du Namen nennen oder Netzwerke. Ich würde wirklich, wenn ich mich mit meinem Team auf den Weg mache, nicht den Fehler machen zu sagen, wir wollen jetzt so arbeiten wie in Karlsruhe, weil da steckt immer auch eine individuelle Entwicklung dahinter. Und das wäre ein großer Fehler, dass man versucht, was zu imitieren. Sondern es geht darum, dass wirklich diese Teams individuell sich auf den Weg machen und sich zunächst mal Gedanken über Lehr- und Lernprozesse machen. Wie stellen wir uns Schule überhaupt vor? Und da gibt es nicht den Weg. Das ist ganz wichtig, dass man hier wirklich für sich aber überlegt, wie können wir diesen veränderten Anforderungen gerecht werden. Und natürlich kann man sich mal Beispiele anschauen, aber es geht nicht darum, jemandem nachzueifern, sondern mit sämtlichen Akteuren der Schulfamilie dann zu überlegen, wo wollen wir hin? Wollen wir, dass die Kinder mehr zusammenarbeiten? Wollen wir vielleicht die Klassengrenzen auflösen? Ist Jahrgangsmischung unser Ziel? Wollen wir eine Vernetzung schaffen, die analog wie digital stattfindet? Das sollte die zentrale Fragestellung sein und nicht, was klappt momentan gut und wie können wir das Ganze digital optimieren? Dann hängen wir ein Whiteboard an die Wand und eine Dokumentenkamera, schaut wahnsinnig digital aus, wird aber an den Prozessen natürlich nichts verändern. Und die Offensive geht sehr häufig in Richtung Tools, Plattformen. Klar brauche ich eine Ausstattung, aber nachdenken, wo es hingehen soll, kann auch natürlich das Team stärken und auch die Visionen, die hier der Einzelne hat, in den Vordergrund bringen. Klar brauchen wir einen Schulleiter, eine Schulleiterin, die eine Vision haben und die müssen natürlich auch über den Tellerrand schauen. Aber ich denke, es kann nicht funktionieren, indem wir uns nur angucken, wo es klappt, weil es klappt ganz oft nicht. Und das ist, sollte man auch anschauen. Also erstmal gucken, was ist denn bei uns los, wo bremst es? Wie können wir alle mitnehmen? Hat jemand eine Idee? Wie können wir die umsetzen? Also Schulentwicklung. Genau, auf unterschiedlichen Ebenen, Organisation, Personal, Methoden, da gibt es viel zu tun. In der Tat, und das zum Thema Schulentwicklung kommen wir im zweiten Teil des, Webinars, weil natürlich spüren Menschen, die in Lernräumen unterwegs sind, nicht selten oder sogar sehr häufig den Wunsch, diese zu verändern. Und wie das gelingen kann, dazu machen wir zum einen jetzt eine kleine Gruppenarbeit und zum anderen sprechen wir im zweiten Teil darüber, was die Erfahrungen aus der Praxis sind von euch beiden, was tatsächlich und aus der Forschung auch, was tatsächlich dort sich bewährt hat und was sich auch nicht bewährt hat in dieser Art von Übergangsprozessen. Ich möchte euch als Teilnehmer, jetzt sind wir inzwischen schon 100 Menschen in der Leitung, ich möchte euch einladen, euch jetzt einmal kurz Zeit zu nehmen. Überlegt doch einmal, welche aktuelle Herausforderung auf dem Weg zu neuen Lehr- und Lernräumen in einer Kultur der Digitalität bei euch in der Schule gerade ist. Welche Herausforderung seht ihr da? Gibt vielleicht einige, aber schaut mal, was ist eine aktuelle Herausforderung? Und ihr könnt auch überlegen, ob ihr euch heute, also ab in genau 2 Minuten, hier im Webinar Beratung zu dieser Herausforderung von den Kollegen, mit denen ihr hier versammelt seid, wünscht. Denn wir machen gleich eine kurze Fallberatung. Kurz ist nicht ganz richtig, sie wird 15 Minuten dauern. Für die Beratung lohnend sind Herausforderungen, die im Prinzip als Schulgemeinschaft lösbar sind. Also zum Beispiel, wie kommen wir an mehr Geld für Geräte jetzt, ist nicht so eine lohnende Frage wie: Wie können wir Eltern überzeugen, dass Bildschirme kein krebsverursachendes Teufelszeug sind? Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist eine, die von einer Schulgemeinschaft jetzt im Prinzip lösbar ist. Also überlegt nochmal, welche Frage habt ihr gerade, wenn ihr an eure Schulentwicklung denkt? Was ist vielleicht auch das, was euch unter den Nägeln brennt in dieser Richtung? Zur Erinnerung, die Breakout-Räume werden nicht aufgezeichnet und es ist auch nicht sonderlich wahrscheinlich, dass ihr gleich in der Gruppe wen trefft, den ihr kennt. Aber auch nicht ausgeschlossen. Also wenn euch das hilft, frei zu sprechen und vielleicht euren Fall vorzustellen, dann lasst bei der
Vorstellung doch einfach den Schulnamen und die Stadt weg und schwupps spricht sich das ganz frei von der Leber. Wie gesagt, in den Gruppen werdet ihr zu siebt sein und nur eine Person stellt vor. Und ihr fragt euch vielleicht, wie soll das denn jetzt gehen? Und das zeige ich euch jetzt. Ihr werdet gleich in Siebenergruppen geworfen, bunt zusammengepuzzelt und ihr folgt einem sehr strikten Zeitplan. Der sieht folgendermaßen aus. Die erste Minute kommt ihr an, macht einen kleinen Technikcheck. Wenn nur 6 von 7 oder 5 von 7 sprechen können, auch kein Problem. Und ihr bestimmt eine oder einen Zeitnehmer, Zeitnehmerin. Das soll eine Minute dauern. Am Ende der Minute wird die Zeitnehmerin den Countdown starten und dann habt ihr noch 14 Minuten Zeit, um zum Ergebnis zu kommen. Also, Zeitnehmer startet die Uhr. Die Gruppe einigt sich jetzt auf eine Klientin oder einen Klienten. Klientin. Die anderen sind das Beratungsteam. Und die Klientin beschreibt eine aktuelle und, wie ich gesagt hatte, an der Schule im Prinzip lösbare Herausforderung auf den Weg zu neuen Lern- und Lernräumen. 2 Minuten Zeit dafür. Da kann man nicht alle Facetten erklären, aber man bekommt schon ziemlich viel hin. Und in der nächsten Phase stellt das Beratungsteam Rückfragen und die Klientin antwortet, der Klient antwortet. Der Zeitnehmer, die Zeitnehmerin sollte und muss jeweils darauf achten, dass nach 2 Minuten dann auch wirklich Schluss ist mit der Phase oder nach der entsprechenden Zeit. Dann kommt die fünfte Phase und in der schaltet der Klient oder die Klientin das Mikrofon und die Kamera aus. Das hat sich sehr bewährt, weil dann die anderen 6 wirklich Rückmeldungen geben können, ohne sich zu wundern, was jetzt vielleicht die Klientin in dem Moment davon hält. Nein, geben Sie 6 Minuten lang Vorschläge, tauschen sich über mögliche Ursachen aus. Das hilft ungemein. Nach 6 Minuten laden Sie die Klientin, den Klienten wieder ein und kommen in Phase 6 dazu, dass die Klientin einfach ein kurzes Blitzlicht gibt, was nützlich war. Oder was sie wahrscheinlich mitnehmen möchte. Und wenn diese 14 Minuten vorbei sind, die das dauert, werden Sie wieder zurück in die große Runde geworfen. Und wir können hier zu dem Teil kommen, wo wir uns tatsächlich dann auf noch einer anderen Ebene mit Schulentwicklung beschäftigen. Sie werden jetzt im Chat eine Umfrage sehen, beziehungsweise diese Präsentation sehen. Auf die können Sie, Sie können auf den Link klicken und dann können alle von Ihnen im Prinzip Fallgeber, Zeitnehmerin sein, Zeitnehmer. Einigen Sie sich gleich in den Gruppen als erstes, wer Zeitnehmer ist und dann darauf, welcher Fall genommen wird. Und dann sehen wir uns hier in 14 Minuten wieder und schauen einmal, was wir mit Ihren Erkenntnissen machen zum Thema Schulentwicklung. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß in den kleinen Gruppen und wir sehen uns in 15 Minuten hier wieder. Herzlich willkommen zurück im großen digitalen Rund. Ich bin sehr gespannt, wie Ihre Gruppenarbeiten gerade gelaufen ist. Und um darüber auch als Gruppe etwas mehr zu erfahren, sehen Sie jetzt im Chat einen Link, wo wir Sie bitten, einmal Ihre Eindrücke wiederzugeben. Und während Sie auf den Link klicken, schalte ich schon mal dahin, wo ich dann gleich Ihre Ergebnisse sehe. Und zwar hier. Ich warte noch etwas, bis mehr Teilnehmende die Umfrage ausgefüllt haben. Nehmen Sie sich noch eine halbe Minute Zeit und beantworten diese und die beiden weiteren Fragen, die dann noch folgen, weil wir mit denen weiterarbeiten werden. So, die Antworten trudeln langsam ein. Und wir können schon mal schauen, wie das war. Das Erste, was uns natürlich interessiert, wenn wir so ein Experiment machen, ist, ob die Gruppenarbeit interessant und oder erkenntnisreich war.
Und das scheint es gewesen zu sein, zumindest für die meisten, aber nicht ganz in jedem Fall. Wir können jetzt noch warten, bis da noch mehr Antworten eintrudeln. Was mich genauso interessiert, ist die Antwort auf die nächsten Fragen. Und zwar ist hier die Frage, welches Haupthemmnis für Schulentwicklung in dem gerade besprochenen Fall sichtbar wurde. Und ich nenne mal einige, die hier stehen. Überforderung wurde mehrfach genannt, Schulleitung. Und jetzt gibt es viele, die hier stehen. Ausstattung ist eines. Regelwerk nicht vereinbart, Rollenwechsel, Vorstellungskraft, Einzelkämpfertum. Und wir gehen mal, das ist das eine. Und die andere Frage ist, welche der Empfehlungen an die Klientin dir im besprochenen Fall gerade am wichtigsten erschien? Und da gibt es jetzt verschiedene Empfehlungen. Verbündete suchen wurde mehrfach genannt, kleine Schritte zu gehen. Und dann gibt es viele Einfachmeldungen, Steuergruppenausbildung, Schule wechseln, Schulleitung, Steuerungsgruppen bilden. Und ich bin mal gespannt, jetzt von Uta zu hören, welche dieser Hemmnisse und Empfehlungen an die Klientinnen in diesem Fall dir bekannt vorkommen aus deinen Forschungen, weil es soll uns jetzt die nächsten 10 Minuten beschäftigen, das Thema Schulentwicklung. Und genau das haben wir in den Gruppenräumen ja getan. Und meine Frage an dich, Uta, kommt dir das, was du hier siehst, aus deiner Erfahrung und aus deiner Forschung bekannt vor? Ja, schon. Also wenn du mal aus deiner Präsentation rausgehst, ja, Johannes, dann kann ich auch zeigen, wie die Situation bei mir war. Und die war eigentlich eine ganz andere. Also normalerweise höre ich ja immer, wir haben so eine schlechte Ausstattung und die Gebäude sind nicht schön und alles irgendwie doof und schwierig. Bei mir war die Situation eigentlich komplett umgekehrt, weil in München werden die neuen Schulen alle nach dem Lernhausprinzip gebaut. Seht ihr alle meinen Bildschirm? Und nach diesem Ja, kann man sehen. Ja. Und diese Lernhausschulen sind sensationell. Die sind auch wirklich dafür ausgerichtet, kooperatives, kollaboratives Arbeiten zu begünstigen. Wir haben hier in einer Schule jeweils kleine Lernhäuser. Das sind Bereiche für 4 Klassen. Hier wird eine Jahrgangsmischung erzeugt, 1, 2 oder 3, 4. 1, 2, 3, 4 macht man wegen des Stundenplans häufig nicht so gern. Aber da sind wir auch noch in der Versuchsphase. Und das Ziel ist, dass in den relativ kleinen Klassenzimmern die Kinder nur für bestimmte Phasen arbeiten und dann wird an dem großen Marktplatz gearbeitet, kooperativ in Zusammenarbeit, in Jahrgangsmischung, an Projekten. Das Ziel ist letztendlich auch, nicht nur die Klassengrenzen, sondern auch die Fächergrenzen aufzulösen und projektorientiert zu arbeiten. Jetzt habe ich eine Gelingensbedingungsstudie an 4 Münchner Grundschulen gemacht, um eben zu sehen, ob diese tollen Schulbauten tatsächlich auch automatisch dazu führen, dass so unterrichtet wird. Und interessanterweise war das nicht der Fall, weil eben diese Vorstellungen von Schule und Unterricht dem entgegenstehen. Mhm. Also zu über 90% waren die Lehrkräfte mit den Kindern in diesen kleinen Klassenzimmern, die natürlich dafür zu klein waren und diese Beschwerden dann auch entsprechend geäußert wurden. Und der Marktplatz wurde einfach als Raum der Stille für die Auslagerung von Kindern genutzt, die im Klassenzimmer halt keinen Platz hatten. Aber wirklich kooperative Arbeitsformen sind allein aufgrund der pädagogischen Architektur so sehr selten zustande gekommen. Was ich an der Schule auch vorgefunden habe, war so ein Computerraum mit dieser Medienausstattung. Also man hat in Schulen der Zukunft die Medienausstattung von gestern etabliert, was natürlich dazu geführt hat, dass in einer Grundschule da niemand hochgegangen ist, weil bis die sich anstellen, da oben sind, bis denen allen ihr Passwort einfällt, ist schon wieder erledigt, macht kein Mensch. Also es war dann einmal die Woche AG und ansonsten war das Thema digitale Medien eigentlich raus. Und was wir uns dann überlegt haben, und das war auch wirklich durch eine großartige Unterstützung der Stadt München, war, wir müssen dieses Konzept
mit der bestehenden Möblierung, also das Konzept, das wir uns vorstellen, mit der Möblierung in Einklang bringen. Ja. Und wir haben dann versucht, hier diese digitalen Medien zu verteilen und diesen Raum, den Sie hier alle oder den ihr hier alle auch seht, zu verändern. Also wir haben die Standrechner im ganzen Schulhaus verteilt, dass die Kinder hier Zugriff hatten. Dann haben wir eine flexible Medienausstattung angeschafft. Das heißt, 15 Tablets für ein Lernhaus, also keine 1:1 Ausstattung, weil wir wollten nicht ersetzen, sondern die Tablets nutzen, um die Kinder miteinander in kooperative Arbeitsformen zu bringen. Und aus diesem Computerraum wurde der Hotspot. Hotspot ist ja ein Raum, wo es WLAN gibt. Mittlerweile gibt es in der ganzen Schule WLAN. Das ist ja jetzt bei uns in Bayern auch nicht selbstverständlich. Aber an dieser Schule gibt es. Es gibt diese flexible Ausstattung mit mobilen Endgeräten. Und wir hier in diesem Raum haben die Möglichkeit, noch mit Greenscreen zu arbeiten. Wir haben Robotics-Ausstattung. Also es ist eine Laborschule letztendlich. Und an dieser Schule finden von mir und einem Kollegen, dem Michael Kirch, mit dem ich auch zusammen diesen Umbau gestaltet habe, finden Seminare statt. Also alle angehenden Lehrkräfte sehen hier veränderten Unterricht. Und die Lehrkräfte, die an der Schule sind, werden quasi mitgenommen, um sich hier konkret aus den Klassenzimmern rauszubewegen, sich mit anderen eher zu vernetzen, zu kooperieren. Also die Studie hat gezeigt, die Lehrkräfte kooperieren, wenn es um die Planung des Unterrichts geht und bei der Leistungsmessung. Sie kooperieren aber nicht bei der Umsetzung des Unterrichts und bei der Reflexion. Also sie überlegen schon zusammen, was könnte man machen. Dann arbeitet aber jeder mit den Kindern selber. Und die Leistungsmessung wird wieder angepasst, weil man will ja vergleichbare Ergebnisse. Was natürlich dem Arbeiten schon sehr entgegensteht. Also da haben wir dann versucht anzusetzen. Ich unterbreche dich mal, weil mich spezifisch interessiert. Du hast gesagt, in 90% der Fälle habt ihr die neue Lernkultur, wenn ich es jetzt mal pauschalisiere, nicht so direkt umgesetzt gefunden. Was sind denn die Gelingensbedingungen, die du aus dieser oder anderen Studien kennst, dafür, dass so eine Umsetzung tatsächlich passieren kann? Genau, also die Gelingensbedingungen, die wir daraus abgeleitet haben, sind natürlich erstmal Zeit und Gelegenheit, um diese Kooperation unter den Lehrkräften auch in Zusammenarbeit mit der Schulleitung überhaupt zu ermöglichen. Also das waren auch zahlreiche Antworten, dass einfach die Zeit gefehlt hat. Es war eine Stunde pro Woche dafür vorgesehen, dass die Lehrkräfte miteinander überlegen, wie sie den ganzen Unterricht planen. Also das kann so nicht funktionieren, sondern man braucht natürlich gerade in der Anfangsphase von mir aus den ganzen Tag, um sich zu überlegen, was machen wir denn jetzt in dieser Waldwoche? Wie können wir hier vorgehen? Wie planen wir das Ganze? Also es braucht mehr zur Verfügung stehende Zeit, die letztendlich dann genutzt wird, um sich konkrete Dinge zu überlegen. Das ist natürlich eine Gelingensbedingung. Man braucht unbedingt die Unterstützung, den Rückhalt der Schulleitung. Das war hier absolut gegeben. Also da war auch eine Schulleitung, die gesagt hat, ja, macht und wir wollen es so haben. Die Stadt hat hier sich natürlich um die entsprechende Ausstattung gekümmert, also paradiesische Verhältnisse, die nicht überall herrschen, aber die jetzt auch mit Anknüpfung an eine Fortbildungsoffensive dazu führen, dass sich Unterricht langsam verändert. Jetzt kam natürlich Corona. Auch hier haben wir versucht, digital diese Projekte, die für einen analogen Unterricht geplant waren, fortzusetzen. Hat auch funktioniert. Da kann ich im Anschluss gleich ein paar Beispiele zeigen. Aber wichtig ist, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht, dass es gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse sind, dann nicht nur im Unterricht, sondern eben auch bei der Planung und dass es Raum gibt, um Ideen zu äußern, um Möglichkeiten, Ansätze hier umzusetzen. Also wir haben hier eben den Schwerpunkt auf handlungsproduktionsorientierten Umgangsweisen gelegt. Also es gibt einen Schulfernsehsender, es gibt Schulradio, diese Greenscreen-Ecke, in der die Kinder dann entsprechend projektorientiert arbeiten können. Das war die alte Bibliothek, die wir vorgefunden haben. Das war natürlich nicht sehr motivierend, was das Lesen angeht. Mhm. Auch den Raum haben wir aufgelöst, das ist die neue Bibliothek. Also wir haben mit den Kindern auch zusammengearbeitet. Die Kinder haben gesagt, sie wollen so ein grünes Schlangentier in der Bibliothek. Okay. Wir haben uns gefunden, da liegen die jetzt drauf und lesen. Finden es großartig. Also
Diese Transformationsprozesse können nur in der Gemeinschaft gelingen mit sämtlichen Akteuren. Was zum Beispiel der Micha auch macht, du beziehst ja auch die Eltern mit ein, die dann sich auch gehört fühlen und die ihre Ideen hier mit einbringen und wirklich die ganze Schulfamilie die Möglichkeit hat, hier am runden Tisch zu sitzen. Da würde ich mal gleich einhaken und mal nach Karlsruhe zurückgehen. Micha, meine Frage an dich ist, zum einen, erzähl doch mal, ihr bindet die Eltern auf eine bestimmte Art und Weise ein. Wie macht ihr das? Also in diesen Schulentwicklungsprozess, und vielleicht im ersten Moment schlucke ich und denke, ach, ist das wirklich eine Gelingensbedingung für den Weg in so einen Kulturwandel? Erzähl mal. Ja, ich denke total. Ich habe nochmal diese Mentimeter-Umfrage im Blick. Ja. Da war ja das zentrale Bild, glaube ich, Überforderung. Ja, ich glaube, die Herausforderung, die wir alle haben, ja, egal in welcher Position oder Rolle wir gerade sind, ist, dass diese Herausforderungen zunehmend komplexer werden. Und die Komplexität wird immer höher, sodass wir es als einzelne Person oder vielleicht, ich behaupte sogar in einer Steuergruppe, in einer Schule, die ja trotzdem, so wie Uta vorhin sagte, eine Gruppe ist, die speziell für dieses Setting in Schule, in einem vielleicht traditionellen System ausgebildet wurde, jetzt beratschlägt, wie Probleme gelöst werden an Schule. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Da ist die Überforderung da, das ist klar. Sondern man braucht die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, man braucht die Perspektive der Eltern. Wir nehmen sogar die Menschen aus dem Quartier mit, weil es ist nicht unsere Schule, sondern die Schule, die im Quartier steht, und haben ein Format gegründet, das sich Roter Salon nennt. Und in diesem Roten Salon treffen sich 2 bis 3 Mal im Jahr eben diese unterschiedlichen Gremien und machen in Design Thinking Prozessen, das heißt, eigentlich kann man fast sagen, in gemeinschaftlichen Aushandlungsprozessen versuchen sie, Fragen zu beantworten, Fragen zu lösen, Vorschläge zu unterbreiten, die sie dann quasi wieder in der Schulgemeinschaft platzieren, die wir dann aber auch umsetzen. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Zentrales. Und ich denke, es ist elementar wichtig. Uta sagte, dass man muss die Kinder einbauen. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für eine erfolgreiche Schulentwicklung, wenn man mal die Schule vom Kind aus denkt. Denn dafür ist sie da. Also wenn man Kinder quasi anhört, wie stellen sie sich Schule vor? Wie arbeiten sie eigentlich? Was ist denn, wie ist ihre Arbeits- und Lernkultur vielleicht auch zu Hause, außerhalb der Schule, wenn sie nicht in so einem System drin sind? Aber ich glaube, man muss eben auch die Eltern beteiligen im Schulentwicklungsprozess, nicht nur, weil man unterschiedliche Perspektiven bekommt, weil man dadurch vielleicht sogar Innovationen durch Eltern, durch Lehrer, durch Schüler erfährt, sondern weil man dann eben auch eine breite Basis hat, Veränderungsprozesse weiterzuentwickeln, um sie zu tragen. Denn das müssen letztendlich alle machen. Das heißt, das können nicht mehr nur Lehrerinnen und Lehrer machen, die was entscheiden und die anderen sagen, ach Gott, jetzt mal überlegen was und wir müssen es mitmachen, sondern man muss alle beteiligen. Und das ist ganz, ganz wichtig und denke, ganz oft sind eben Eltern eben auch, haben nicht so positive Erfahrungen mit Schule gemacht. Sie kennen Schule aus der eigenen Schulzeit, sie kennen die Schule, sie mussten vielleicht oder ihre Eltern mussten in die Schule, wenn sie was Dummes angestellt haben oder wie auch immer. Das heißt, Schule ist relativ negativ belastet oder belegt. Ich glaube, da muss man einfach versuchen, die Eltern mit ins Boot zu bekommen. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit in dem Webinar und wir nutzen die uns verbleibende Zeit dafür nochmal auf die höchst bewerteten Fragen aus der Mentimeter-Umfrage vom Anfang zu schauen. Und zwar würde ich Lena bitten, praktisch als Abschlussfragen an Micha und Uta einmal die 1 oder 2 Fragen zu nennen, die gerade aus dem Kreis der Teilnehmenden am drängendsten scheinen. Lena. Ja, würde ich gern 2 Fragen einbringen und dann kann sich ja jeder aussuchen, welche er sich widmen möchte. Also zum einen, wie lässt sich fächerübergreifende Projektarbeit im Kontext der Digitalität gestalten? Hier auch verbunden vielleicht noch mit dem Wunsch, ob es da auch Beispiele für Grundschulen gibt. Das kam noch im Chat parallel auf. Und die 2. Frage eher allgemein zur Herangehensweise. Sollte nun zuerst der Wandel hin zu Digitalität oder der hin zu neuer Lernkultur erfolgen? Das ist vielleicht eine schöne Abschlussfrage. Ja. Also wenn ich da was dazu sagen darf. Bitte. Lernkultur und Digitalität sind ganz eng verbunden. Also Lernkultur, die sich versteht als vernetzter Unterricht, der Kinder sprachlichen fördert, sie zum Reflektieren anregt,
ist letztendlich ein Unterricht der Kultur der Digitalität. Also ich würde es eigentlich so ziemlich gleichstellen. Vielleicht kann ich es anhand eines Beispiels ganz gut verdeutlichen. Ich würde gerne nochmal, weil auch die Frage gerade aufkam, ganz kurz den Bildschirm nochmal teilen, wenn es okay ist, dauert auch nicht lang. Und zwar, da ist er. Seht ihr da? Sieht man es? Soweit? Ja, also und zwar haben wir hier ein Projekt eben gemacht mit Erst- und Zweitklässlern. Erklär mir mal, das ist eine Webseite und diese Webseite besteht aus Erklärfilmen. Auch diese Fotos haben die Kinder gemacht, also die waren im Wald und haben aus diesen Naturgegenständen die Buchstaben zusammengefügt, haben die Fotos mit dem Tablet abfotografiert. Manchmal muss man ein bisschen ergänzen, dass das halt gleichmäßig ist. Da muss man halt schnell ein Tier malen oder hier die Tierfamilie. Also da kann man nicht anklicken. Und dann haben wir hier, ich nehme jetzt einfach mal das F, ich hoffe, es ist. Kann ich fragen, wer hat das gemacht? War das ein Projekt an der Schule? Das war ein, genau, also das war die Waldwoche. Und in dieser Waldwoche sind die Kinder in den Wald gegangen, haben den Förster getroffen, haben diese Sachen mitgebracht und haben sich damit auseinandergesetzt, haben sich da im Matsch gewälzt, was man halt so macht in der Grundschule, haben aber dann ihre Materialien mitgebracht und haben dann mit der App Puppet Pals ihre Erklärfilme gedreht. Und da möchte ich jetzt gerne einen zeigen, in Kleingruppen, also wir hatten die Gruppe Fliegenpilz, wir hatten die Gruppe Fichte, die Gruppe Flechten und so weiter, haben sich dann informiert, auch auf Kindersuchmaschinen, Frag Finn oder Blinde Kuh, was es eben zum einen da gibt. Sie haben aber auch in ihrem Buch nachgelesen, sie haben geguckt, was der Förster gesagt hat und dann haben sie so einen Film gedreht. Schauen wir uns mal die Fichte an. Also hochklassig, wie es halt in der ersten und zweiten Klasse so läuft, aber sie haben natürlich sich mit dem Thema auseinandergesetzt, in Kleingruppen, haben diese Gegenstände gezeichnet, haben sich informiert, haben sich dazu einen Text überlegt, die Zweitklässler haben den Text aufgeschrieben. Die Erstklässler, da gab es welche, die konnten es besser als die Zweitklässler. Also sie konnten gemäß ihrer Lernausgangslage sich an diesem kooperativen Projekt beteiligen, haben sich wahrgenommen als Gestalter in einer digitalen Welt. Dann haben wir ihnen gezeigt, wie sie diesen Film auf dieser Webseite hochladen können. Natürlich haben wir das mit ihnen zusammen gemacht. Das ist eine ganz einfache Webseiten-Bastel-Gestaltungsmöglichkeit. Und dann hatten sie natürlich wiederum zu Hause die Gelegenheit, ihre Filme Mama, Papa, Oma, Opa zu zeigen, da wieder Feedback zu kriegen. Und ganz wichtig, sie haben im Unterricht reflektiert, sie wurden angeregt zum Sprechen bei der Erstellung des Films, aber haben dann natürlich auch Feedback von den Klassenkameraden bekommen, wie kann ich mich kritisch äußern, ohne jemanden zu verletzen. All das steckt da mit drin, also soziale Kompetenzen werden erworben, es ist sehr sprachförderlich. Es berücksichtigt natürlich auch kulturelle Praktiken des Teilens, des Hochladens, des Kommunizierens. Also das ist letztendlich das, was ich mit Unterricht in der Kultur der Digitalität meine. Nicht irgendwie an das Whiteboard zu gehen und Tanne und Zapfen zusammenzuführen und dann macht's bling und ich kriege einen Punkt und bin in der blauen Gruppe und habe gewonnen, sondern natürlich habe ich die analoge Begegnung, tausche mich mit echten Menschen aus, habe aber dann die Gelegenheit, schon als Erstklässler die digitale Welt mitzugestalten. Und es ist ja absolut kindgemäß, ob ich jetzt mit Ihnen ein Schattenspiel mache, das Sie zum Sprechen anregt oder jetzt hier mit digitalen Formaten. Also so stelle ich mir einen kindgemäßen Einsatz digitaler Medien vor, der letztendlich kreativ und produktiv ist in diesen Räumen der Unbestimmtheit, wie es Micha vorher gesagt hat. Ja. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Irgendwas kommt schon raus. Also die haben ja auch Qualitätskriterien. Ja. Und was man da immer merkt, ist, dass die Kinder schon sagen, nee, das nehmen wir jetzt nochmal auf. Wenn ich denen sage, lies den Text im Lesebuch nochmal, dann Also das ist schon sehr motivierend und auch sehr kreativ, handlungsorientiert. Okay. Und so kann man sich vielleicht diese Art des Unterrichtens besser vorstellen.
Ja, danke für das konkrete Beispiel, jetzt, um das zu illustrieren. Micha, da ist noch eine Frage, da muss ich schnell antworten. Warum gibt es den Fuchs dreimal? Ja, bitte. Ja, bitte. Weil halt drei Gruppen unbedingt den Fuchs wollen. Da kann ist ich doch nicht klar. sagen, du darfst nicht den Fuchs. Sage ich halt, macht es halt drei Filme zum Fuchs. Passt. Ist ja also, wunderbar. Genau, das war eine Frage hier aus dem Chat. Wir hatten vorhin noch, sozusagen, Lena hat noch die beiden Abschlussfragen reingegeben aus Mentimeter. Micha, hast du die noch im Kopf? Und magst einmal aus deiner Sicht dazu was sagen? Vielleicht mehr zu der Frage, ob Digitalität oder Lernkultur in der Schulentwicklung als erstes kommen sollte, als zu der anderen Frage. Was ist dein Eindruck? Was ist dein Tipp, den du an Schulentwickler und Kolleginnen und Kollegen gibst, die dich vielleicht genau das fragen? Wie können wir Schule nach vorne bringen? Erst das eine, erst das andere? Oder wie gehört das zusammen? Genau, ich glaube, das kannst du gar nicht trennscharf voneinander unterscheiden. Ich war vorhin in diesem Breakout-Room, da ging es um eine Schule, die eine ganz geringe Ausstattung hat. Es ging viel um technische Fragen und was man jetzt machen kann, ja, um da Digitalität zu bekommen. Ich finde den Begriff auch schwierig. Ja. Wir leben in einer Kultur der Digitalität. Und ich habe dann als Tipp gegeben, dass man durchaus Dinge, die eine Kultur der Digitalität auszeichnen, ja, und das wäre beispielsweise das gemeinschaftliche Arbeiten oder ich sage jetzt beispielsweise mal die Partizipation ins Zentrum der schulischen Entwicklung stellt, dass man einfach sagt, wir wollen in der Schule Partizipation erhöhen oder partizipatives Arbeiten. Und in dem Moment, in dem man das tut, kann man das natürlich auf analogen Weg denken, man kann es aber auch digital denken und man wird feststellen, es funktioniert beides gut. Da gibt es aber nicht den richtigen Weg oder man kommt da gar nicht drauf, das ist vielleicht besser als das andere. Vielleicht gibt es da Unterscheidungen, aber ich denke, dass man muss quasi durch die Kennzeichen, die Merkmale der Kultur der Digitalität in die Schulentwicklung implementieren. Und dann passiert das andere von ganz alleine, dann entsteht eben Kultur der Digitalität. Das ist ja auch etwas, das wachsen muss. Und Uta sagte das ja letztendlich auch und ich habe den Vortrag gestern auch gehört. Ja, wir haben letztendlich unsere Gesellschaft oder wurde seit vor 20, 30 Jahren digitalisiert und ganz oft wird eben Kultur der Digitalität mit Digitalisierung verstanden und dann sind wir in der Ausstattungsdiskussion und darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, etwas zu digitalisieren, sondern es geht um eine Veränderung von Lernen und Lernkultur. Und vielleicht ist dieser Begriff Lernen der zentrale Begriff, der mal überdacht werden muss. Also wie wollen wir eigentlich lernen in Zukunft? Was brauchen wir eigentlich in Zukunft? Okay, und wenn ich dich richtig verstehe, ist Digitalität so verstanden und in seiner ganzen Tragweite kann sogar ein Motor für Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen sein. Oder muss es sogar, wenn man das in der Tiefe begreift? Verstehe ich dich hier richtig? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich sage immer, wenn wir Schule wirklich auch öffnen und mal, Axel Grommer ist ja auch ein Vertreter der Kultur der Digitalität, der hat einen ganz tollen Tweet auf Twitter. Übrigens, Uta hatte es vorhin schon geschrieben, Twitter-Lehrerzimmer, kann ich nur empfehlen als Austauschplattform. Das fand ich ganz schön. Er hat nämlich gegenübergestellt, er hat getweetet, außerhalb der Schule hieß es kein WLAN. Innerhalb der Schule hieß es, oh, ein WLAN. Also da sehen wir schon die Unterscheidung eigentlich. In unserem Alltag nutzen wir Dinge wie selbstverständlich und in der Schule sagen, heben wir jetzt hervor, wir haben aber jetzt WLAN an der Schule. Als ob das jetzt der heilige Gral wäre und wir leben aber in unserer Gesellschaft schon überall an der WLAN. Also ich denke, da muss ein ganz anderes Selbstverständnis kommen von unserem Alltag. Das heißt, Schule, ich will es mal ganz platt sagen, Schule muss realistischer werden, muss die Realität oder vielleicht den Alltag, unsere Gesellschaft anders abbilden. Und das geht eben nur dann, wenn ich Schule öffne, wenn ich nach außen gehe, wenn ich Menschen in die Schule hole, also wenn ich da ganz transparent werde, denn Kultur der Digitalität entwickelt sich auch weiter. Es gibt da kein festes Rezept, sondern wir wissen ja überhaupt nicht, was in einem oder zwei oder drei Jahren sein wird. Und das schaffe ich nicht mehr, auch als Schulentwicklungsteam nicht mehr, ich sag mal, Schritt zu halten, sondern das geht nur dann, wenn ich wirklich ganz offen bin und alles aufnehme und Entwicklungen aufnehme und das quasi in der Schulentwicklung einfließen lasse. Micha, das war ein feines Schlusswort, denn leider kommen wir hier zum Schluss des Webinars. Wir könnten lange weitersprechen und zum Glück können wir es gleich auch nach Ende der Aufzeichnung noch etwas hier vorne tun. Ich möchte euch als Teilnehmende jetzt bitten, uns Feedback zu schenken. Und zwar findet ihr den Link im Chat. Öffnet den
sodass ihr uns einfach dieses Feedback geben könnt. Wir entwickeln diese Online-Formate weiter und brauchen euer Feedback wie Sauerstoff, damit es immer bessere Webinare werden. Im Programm der Online-Themenwoche geht es jetzt weiter um 20.15 Uhr mit dem heutigen Online-Vortrag, Abendvortrag von Professor Jeanette Hofmann zum Thema Demokratie und digitaler Wandel. Und morgen und übermorgen gibt es natürlich weitere Webinare und Vorträge. Und am Samstag gibt es den ganzen Tag ein Barcamp. Da können Sie oder könnt ihr Themen vorschlagen und Anliegengruppen eröffnen und auch einfach teilnehmen und einfach euch von der Vielfalt begeistern lassen, die in dieser Online-Themenwoche steckt. Ich möchte mich herzlich bei der Technik im Hintergrund bedanken, bei Lena als Co-Moderatorin und natürlich Uta, Mischa, bei dir. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben jetzt vielleicht kürzer gesprochen und weniger von eurem vielfältigen Wissen nur hören können, als natürlich in euch steckt. Aber ich denke, ein erster Blick auf eure Sicht auf dieses Thema ist uns gelungen. Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke fürs Mitmachen. Wenn es noch Fragen gibt. Offiziell. Alles gut. Wenn es Fragen gibt, klar. Gerne an mich direkt auch richten. Also nicht denken, da darf ich jetzt nicht hinschreiben. Einfach eine E-Mail. Alles gut. Schön. Oder auf Twitter, habe ich schon gesehen. Vielen Dank fürs Teilen deines Handles. Genau. Wir beenden jetzt offiziell das Webinar.